Joseph, bist du in Ordnung? Ich... Ja. Gut. Hier. Heilen wir dich mal schnell. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Da war da was drin? Na. Da ist auch nix. Hier könnte maybe was sein. Und da war sogar was. Eine Kugel. Sieht nach einem Marktplatz aus. Sieht verlassen aus, so wie alles hier. Wir sollten weitergehen. Ja, schön alles erkunden. Hier ist bestimmt irgendwo auch eine kleine Trophäe versteckt. Also mit Trophäe meinte ich natürlich diese Statue, diese kleine. Können wir da durch? Wir können hier durch. Ich glaube, ich rieche diese Dinger. Gerade habe ich es gesagt. Sie sind in der Nähe. Schön ducken. Oh yeah. Das hat sich gelohnt. Und jetzt habe ich wieder den falschen Knopf gedrückt. Ich lerne es einfach nicht. Was ist das für ein Ort? Geht's hier weiter? Oder ist hier nur irgendwas? Ja, hier ist nur was zum Finden. Hier liegt auch noch was. Da ist eine Kiste. Ach komm! Doch ganz normal. Aha. Eine. Was machen wir eigentlich damit? Jetzt haben wir hier noch ein bisschen was zum kaputt machen. Weiteren Gegenstand, da ist nichts mehr. Okay. Ja, hier konnten wir einfach nur Loot sammeln. Ah, doch geht. Was denkst du, wo wir sind? Du meinst wohl wann? Die Gebäude hier sehen aus wie im Mittelalter. Ja, aber es gibt Elektrizität, Aufzüge. Dieser Ort ist nicht real. Wie ein Wirrwarr aus Erinnerungen.
Okay. Mein Wortschatz ist sehr begrenzt. Verzeiht mir. Ich bin ein Dödeldepp. Okay. Und schon wieder. Da kommen sie ja schon wieder. Lass uns hier kurz verstecken. Hat es sich so angefühlt, Sebastian? Nach dem Unfall. Ich habe mir nie eine Knarre an den Kopf gehalten. Nein, natürlich nicht. Hast deine Sorgen in Alkohol ertränkt. Wir können nicht alle perfekt sein. Wie war? Meine Arbeit hat nie drunter gelitten. Aber hey, du hast den internen Bericht gelesen. Ich habe dich nicht gemeldet, weil ich mir Sorgen um deine Arbeit gemacht habe, Sebastian. Warum denn sonst? Wir haben keine Zeit für sowas. Ich brauche meinen Partner. Ich zähle auf dich. Ja, hier schon. Ja, ja, hier können wir schon mal wieder speichern. Was ist denn das? Ah, okay. Was gefunden? Vielleicht. Lauter Symbole. Irgendein Kult. Könnte hilfreich sein. Sehr gut. Mir geht's gut. Wir sollten besser weiter. Okay. Wurde hier mir nicht noch was angezeigt, außer ihn zu heilen? Aber er hat schon wieder Schaden bekommen. Okay, der da ist. Ja, ich schneide. Okay, gut, ich hab's. Okay. Hier ist auf jeden Fall. Können wir wieder zurück und wieder speichern und so ein Zeugs. Aber das machen wir nicht, weil wir machen jetzt das Kapitel noch fertig. Hier kommen wir nicht weiter. Dann geht's nur hier runter. Warte mal, ich klettere hier hoch. Vielleicht kann ich dann was sehen. Du hast doch kein Scharfschützengewehr. Ich sollte da hoch. Alles klar? Ja. Immerhin ist er in Sicherheit. Okay. Hey, da ist Kidman. Wer ist da bei ihr? Können wir bitte okay verbannen aus meinem Wortschatz? Katastrophal ist es. Ah. Er hat wohl doch eine. Guck mal, was ich hier habe. Scheint noch zu funktionieren. Geh vor, ich gebe dir Deckung. Mhm. Sind wir von hier gekommen? Wir sind von hier gekommen, oder? Ja, natürlich. Ein Sniper. Ich bin schnell. Arschloch. Warum hat uns eigentlich der andere nicht geholfen? Jetzt müssen wir hier trotzdem rumsnipern. Leichen.
Oh Mann. Natürlich. Wieso? Im Wasser kannst du nicht rennen, oder was? Doch. Wie sie quieken, wie Schweinchen, ey. Er kann hier halt echt nicht rennen, ne? Er schaut nur doof. Und jetzt rennt er wieder nicht. Sebastian, es spinnt der Knopf. Dieser Pfad sollte direkt zur Kirche führen. Geh weiter, ich gebe dir Deckung. Na, wenn du das sagst. Die verbrennen wir. Kann ich nicht verbrennen? Was kommt hier? Jemanden wollen wir mit der Bazooka killen. Und da ist noch einer. Heidamo. Heidamo. Es ist dein Ernst, du Trottel! Fuck! Sackgasse! Ich suche einen anderen Weg. Lass uns bei der Pferdestatue da treffen. Ah. Hier lang. Ich glaube nicht, dass wir dadurch jetzt noch was bekommen, aber wir machen es trotzdem. Da hat sich einer bewegt. Jetzt habe ich ja den ganzen Panikmoment hier mit diesen Dudes kaputt gemacht durch die Bazooka. Warte. Da war was mit einem Pferd in dem Haus vorhin. Ich habe dazu was aufgeschrieben. Also, gehen wir da runter? Denke schon. Ich weiß nicht. Okay, wir sind wieder hier. Wenn wir schon einen Schlüssel haben, dann öffnen wir. Oh, hier ist noch was drin, entscheiden. Oh, mach's auf. Nimm's doch. Danke. Machen wir mal auf der Seite eins auf, oder? Hier, das da. Super MG. Ach, nicht dein Ernst, weil wir voll sind. Dann kurz ausrüsten und nachladen. Dann können wir doch wieder nehmen, oder?
Oder auch nicht. Wieso können wir das nicht nehmen? Jetzt. Wunderbar. Wir müssen wohl oder übel wohl wieder da durch. Alles okay? Wir sind da schon unten. Mach dir um mich keine Sorgen. Ja. Alter, die leben noch. Ja, ist doch wohl klar, dass wir hier irgendwas drauflegen müssen. Ein Hebel. Können wir diesen Hebel betätigen? Natürlich können wir. Sagte diese Aufzeichnung etwas? Rein gar nichts. Sollte sie? 3, 5, warte mal, 9, ich habe vorhin etwas notiert. Was haben wir alles notiert, der Dude? Er sagt, dass die Opfergaben zu den richtigen Altären gebracht werden müssen, um den sicheren Weg zu ihm zu öffnen. Ein Rätsel. Wir haben ein Rätsel. Den nehmen wir mit. Die nehmen wir auch mit. Die richtigen Opfergaben zu den richtigen. Da ist die 5. 3. 9 und 7. 3, 9 und 5 ist durchgestrichen. Nur die 7. Und welche Opfergabe? Müssen wir jetzt alle außer die 7 betätigen? Warte mal. Der geht schon gar nicht. Der ist abgebrochen. Ja, die 7. Wo war nochmal die 7? Hier. Ah, oh, falsche Seite. Und nochmal die Feuch. Jetzt. Ist jetzt was passiert? Hier muss theoretisch die Opfergabe drauf, glaube ich. Ich würde sagen, das ist richtig. Sehen wir gleich.
was ist das? Sag mal, ist das ein Aufzug? Also mit dem will ich eigentlich nicht gern fahren. Er geht einfach rein. Ah, da hat was geleuchtet. Immerhin nicht nach unten. Wenigstens ist es jetzt wieder gruseliger als die ganze Action-Varianten vorher. Hier werden Operationen und irgendwelche Genforschungen durchgeführt. Wird es irgendwie schwerer, sich zu bewegen? Ich habe kein Problem. Alter, was sind das für Geräusche? Ach, da ist dieser komische Wolf. Hier ist eine kaputte Wand. Müssen wir die aufsprengen? Aber dann wecken wir ihn doch, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich das tun soll. Wir haben noch zwei Granaten. Extra eine Bazooka-Munition verschwinden. Oh, ich bin mir ehrlich nicht sicher. Lassen wir das mal. Und schauen erstmal, was uns hier erwartet. Aufgewacht ist er ja noch nicht. Und hier geht's weiter. Wisst ihr was? Wir versuchen's. Da kommen wir nicht rein. Wir haben ja noch die Sprengpfeile. Ach, Menno! Willst du mir jetzt sagen, dass das auf Bewegung geht? Und das bringt nichts. Gut, dass ich die Bazooka nicht verschwendet habe oder die Granate. Oh, ich ahne Übles. Gut, das habe ich nicht geahnt. Der Hund kommt da jetzt, oder? Na, doch nicht. Oh. Kriegst du das auf? Was ein hässliches Schweinekind. Wo ist er hin? Oh, so schnell kannst du ja gar nicht zielen.
total blöd. Wieso hat er nicht geschossen, ne? Alter! Mist! Du kleine Drecksau. Wo ist er hin? Oh, und er springt! Scheiße, wo ist er? Kann ich ihn verbrennen? Nee. In die Fresse geschlagen. Alles klar. Jetzt. Okay. Joseph. Wir haben ihn nicht getötet. Er lebt noch. Was ist? Ich habe meine Brille fallen lassen. Fuck. Muss ich da jetzt noch mal rein? Mal das Ding da weg. Oh mein Gott, wo ist er nur? Da ist er! Sebastian, ich lenke es ab und du suchst sie. Okay. Ich glaube, ich kann ihn gar nicht töten. Ah! Okay. Entschuldigung. Es geht nicht nur darum, nicht sehen zu können, sondern sich normal zu fühlen. Ist schon gut. Ach, lass uns kidden. Nur dafür haben wir unser Leben riskiert, damit er sich normal fühlt. Na dann. Dann hat sich's ja wenigstens gelohnt, oder? Hätte mich echt interessiert, ob wir den killen können. Aber bestimmt. Wir hätten ja auch mit der Bazooka draufballern müssen. So ein Aufwand für eine Brille. Aber nein. Wir müssen ja nicht alles mit Bazooka killen. Macht ja sonst irgendwann keinen Spaß mehr. Aber irgendwann haben wir auch keine Munition. Ich habe nur noch 8 Schuss und finden von mir das Zeug wahrscheinlich nur im Endgame.
Ja, hier ist safe nix. Nope. Dann gehen wir mal durch die Tür, rein in die Kirche. Tja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet in der nächsten Folge ein. Mir hat's sehr Spaß gemacht, mal wieder. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis dann.